Liebe Zuseherinnen, liebe Zuseher, einen, naja, was soll ich sagen, fast schon Mahlzeit, oder? Einen wunderschönen keltischen Mondtag heute. Laut Kalender haben wir, falschen Kalender natürlich, haben wir den 1. März 2023 und das ist angeblich ein Mittwoch, ist es natürlich nicht. Wir haben wie gewohnt im richtigen keltischen Kalender einen Mondtag, einen emotional ein bisschen schwierigen, aufgeladenen, verwirrenden Tag. Obendrein haben wir heute natürlich auch den Mond im empfindlichen Krebs, also das heißt, die Leute sind heute besonders sensibel und empfindsam. Wirst du möglicherweise auch schon gemerkt haben, mir ist es auch schon aufgefallen, das heißt, die Reaktionen mancher Menschen sind natürlich jetzt ein bisschen schwer einzuschätzen oder abzuschätzen. Und ich habe mich natürlich, du weißt, ich bin immer unermüdlich auf der Suche nach wesentlichen Schlagzeilen und ich bin hier sozusagen auf etwas sehr Interessantes gestoßen, das habe ich mir gerade selber gelöscht, ja, das war interessant, na, da haben wir es, ich habe es schon wieder gefunden. Der Radprofi erschießt Katze von Minister mit Luftgewehr, also sehr, sehr spannend, er hat dafür 4.000 Euro Strafe bekommen und der Minister hat darauf hingewiesen, dass es sozusagen, wäre es nicht in San Marino gewesen, sondern in Italien, hätte er 4 Monate Haft bekommen. Ich meine, es ist, wer schießt schon auf eine Katze? Das ist ja Wahnsinn, oder? Ich meine, ja, auf Rehe, auf Hirsche, auf Wildschweine, auf Elefanten, auf Kängurus, alles das darf man abschlachten, alles okay. Da gibt's aber, gibt's, ich weiß nicht, gibt's da Strafe, ich weiß nicht. Egal, ja, vielleicht, ich verstehe was falsch. Ja, und hier, vom Winde verweht. Ich weiß nicht, wie das zusammenhängt. Ich dachte, das ist irgend so ein Hollywood-Schinken früherer Tage. Aber hier sehen wir, dass sie auch schon auf ihrer Nahrungssuche ist. Und Nahrungssuche wird wahrscheinlich auch ein Thema werden. Ja, Volksgenossen, Tomaten sind nicht gesund und daher werden sie auf 3 Stück pro Person pro Woche eingeschränkt. Richtig. Also, ich meine, jetzt kommen wahrscheinlich die Expertenstudien, auf die wir schon lange gewartet haben, dass eben das Essen von Tomaten doch nicht Nachtschattengewächs, man weiß ja nicht, und sehr komisch und viel möglicherweise Inhaltsstoffe, niemand weiß es so genau. Auf jeden Fall, es ist, glaube ich, besser jetzt Tomaten zu rationieren. Darauf haben wir alle gewartet und alle gehofft. Also das heißt, die Wohlstandsgesellschaft in ihren großartigsten Entwicklungsphasen. Und jetzt, möglicherweise, kommt das Aus vom Aus, also das Aus vom Verbrenner aus, sehr spannend. Ich meine, ich habe eigentlich gehofft, dass wir die freie Energie bald einmal bekommen, aber die freie Energie hier erklärt, also rätselhaft die UFOs. Wir müssen ständig die UFOs im Auge behalten. In der Nacht, man hört so ein komisches Rauschen immer wieder. Also rätselhafte Flugobjekte waren, aha, ach so, sie waren für die Forschung im... Das ist es. Ich meine, jetzt ist mir alles klar. Jetzt ist es klar, sie haben für die Forschung die UFOs abgeschossen. Jetzt, sie haben ja berichtet, sie haben ja jede Menge UFOs abgeschossen. Oder hier, wie ein Zeppelin, das erste UFO-Rätsel scheint gelöst. Also Wahnsinn, im Zeit der Satelliten, der Rundumüberwachung von allem und jedem scheint ein Rätsel. Hier, wieder Abschuss, wieder ein Flugobjekt über den Huron, sehr großartig, außer... Unvorstellbar, also da spürt sie sich wirklich ab. Also ich muss ehrlich sagen, bitte aufpassen, auch im Straßenverkehr, auf tief fliegende UFOs und Flugscheiben Rücksicht nehmen. Die haben zwar keinen Vorrang, aber die nehmen in sich. Ja, also unverschämt. Marsianer der schlimmsten Sorte sind jetzt unterwegs. Ja, das sind die Aliens. Die kommen aus aller Planeten, aus aller Länderplaneten kommen die zu uns runter. Es ist furchtbar. Es ist furchtbar. Also das Gedränge der UFOs, ich glaube, die kollidieren schon in der Luft miteinander. Hier in dem Horoskop kollidiert auch gewaltig viel miteinander. Also das ist ein Kollisionoskop. Vielleicht ist es das, ja. Wir sehen auf jeden Fall Großteil 9 Planeten über der Aszendentenachse und nur der Pluto, der hat sich hinuntergeschwindelt. Um was geht es da eigentlich? Bei dem Horoskop geht es um die Konjunktion zwischen Merkur und Saturn. Und wo findet die statt? Na, schauen wir. Wir sehen hier im 7. Haus Merkur, Saturn in Konjunktion. Wer ist wer? Merkur, Herrscher des 2. Hauses und Herrscher des 11. Hauses. Wir ahnen da schon, wir ahnen schon den Zusammenhang Europäische Union und Euro. Aber schon leisen Verdacht, ja, ganz leiser Verdacht. Und Saturn als Herrscher des 6. Hauses, da hat es was, ja, da hat es irgendwas hat es da. Das ist so finanziell so knirscht und grammelt, finanziell 2. Haus, Europäische Union, das große Knirschen mit Saturn, ja, das ist so, du kennst das vielleicht,
wenn du so, weiß nicht, Reis oder so irgendwelche solche Schaufelgerichte isst und du beißt da herzhaft hinein, weil du denkst, da ist kein Widerstand und du beißt dann auf einen Stein. Ja, da gibt es immer wieder so Steinchen im Essen, also sehr angenehm für die, wie man sagt, die Plombenreißer. Also sehr spannende Geschichte, Merkur, Saturn, klingt ein bisschen wortkarg, ist es auch. Das ist sozusagen die Einsilbigkeit der früher Gesprächigen. Also man hat ja so viel geredet über Europäische Union und Euro und super, das Zukunftsprojekt, alles bombastisch, alles vorher war Blödsinn, nichts Wichtiges und jetzt großartig und jetzt die Einsilbigkeit, komm schon. Ja, es ist bemerkenswert, also es darf gelacht werden und zwar gelacht werden bis am 28.02., weil so lange dauert es, bis Merkur wieder den Saturn erreicht haben wird. Also wie ein UFO, eine Umrundung, also eine Flugscheibenzeit kann man das fast schon nennen. Ich würde sagen, angenehm für mich deswegen, weil 28. Februar, gut, ich meine 2024 ist ein Schaltjahr, jetzt können wir einen Tag unterm Tisch fallen lassen, wurscht, ja. 12 Monate und fertig. Also das heißt, jedes Haus steht für einen Monat endlich einmal ein gescheites Horoskop, endlich einmal ein Horoskop, was mir entgegenkommt und meinen Rechenkünsten. Also das heißt, da kann ich an einer Hand abzählen, also vielleicht pro Quartal kann ich hier, pro Viertel kann ich da abrechnen. Interessant an dem Horoskop ist, dass sozusagen hier im Kommunikationsquadranten im dritten Viertel 1, 2, 3, 4, 5, 6 Planeten stehen. Also das heißt, es geht tatsächlich um Merkur-Kommunikation, aber mit Saturn eingeschränkt. Und auf Fischegraden, fast schon Vakuumgraden, 29, 24, also hier haben wir wirklich, hier wird es wirklich interessant, weil wir hier einen totalen Auflösungsprozess Anno an Bord haben. Grundlegend würde ich dieses Horoskop so interpretieren, wie würde ich das interpretieren, dass es auf dem Gebiet der, also grundsätzlich steht Merkur einmal für Kommunikation, für Verkehr, für Handel, ja, Handel, Gewerbe, das kommt schon hin, ja, dass es hier zu Einschränkungen kommt, die man in der Öffentlichkeit bereits sieht. Also ich meine zum Beispiel, ja, zum Beispiel die 3-Tomaten-Regelung, oder? Hey, mein Freund, was brauchst du? Brauchst du eine Tomate? Brauchst du Klopapier? Was brauchst du? Ja, die kommen wieder, die tauchen wieder auf. Die Tomatendealer sind angeblich schon unterwegs. Und ja, also ist ein Beruf mit Erfolgspotenzial. Mit großen Aussichten der Tomatendealer, der bald um die Ecke stehen wird. Was brauchst du? Brauchst du Tomate? Wie viele brauchst du? Ja, großartig, ganzen LKW am besten. Und da machen wir dann daraus Ketchup. Jawohl, also das heißt, hier haben wir Merkur, Saturn, schwierig, kommunikativ, unangenehm, auf Fischegraden, was natürlich hier wunderbar zu Merkur, unter Anführungszeichen wunderbar, natürlich nicht. Ja, Merkur und Fische ist natürlich im Fall. Ja, auf jeden Fall haben wir hier die Opposition, Jungfrau Domizil und hier in Opposition kann man durchaus auch als, ja, wie sagt man, Exilstellung bezeichnen. Also es ist Exil und Fall zugleich, also beides, ja. Also sehr interessante Position. Aber nicht positiv, also das heißt schwierig, ja, schwierig. Wir können es natürlich auch so interpretieren, dass wir sagen, das sind die Beziehungen, das siebte Haus und Merkur, Saturn wäre die Einsilbigkeit in den Beziehungen. Also das heißt, da haben wir Schwierigkeiten und Spannungsverhältnisse. Herrscher von 7 ist im 10. Haus. Das heißt, interessant, gell? Saturn im 7. Haus und Herrscher von 7 im 10. Haus, weil Saturn ist ja der natürliche Herrscher des 10. Hauses. Also es ist ein bisschen eine Rezeption zwischen 7. und 10. Haus. Das würde bedeuten, dass es für Partnerschaften jetzt natürlich eine Durststrecke ist, eine Phase der Entbehrungen, eine Phase der Krisenunterprüfungen, gar keine Frage. Also das heißt, die Partnerschaften, die jetzt zusammenbleiben, die sind gut. Die Partnerschaften, die jetzt auseinandergehen, die kann man sowieso vergessen. Ja? Also das heißt, hier haben wir jetzt wirklich eine schwere Phase der Prüfungen. Und positiv daran ist, Merkur, Saturn, es wird wieder einsilbig. Ja? Das ist, ich meine, da hat es einen amerikanischen Komiker gegeben, der hat gesagt, Zitat von ihm, verzeih, na, das war nicht sein Zitat, ich habe nur husten müssen, laut Statistik sprechen Mann und Frau pro Tag
circa 30.000 Worte. Wenn ich nach Hause komme, habe ich meine 30.000 Worte schon gesprochen. Genau, also das heißt, hier könnte es vielleicht ein bisschen zu Gesprächsverknappungen gehen, vielleicht geht der Gesprächsstoff aus, man weiß es nicht. Auf jeden Fall, kleinlich wird es allemal. Ja? Sechstes Haus, Jungfrauhaus, da wird kleinlich, also da wird vieles besprochen, Groschel, Zöllerei, vielleicht beginnt wieder das Haushaltsbudget. Wie wisst ihr, drei Tomaten, so, Liebling, ich habe eine vierte Tomate gekauft. Oje, 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 der Urlaub. Der Urlaub geht flöten. Na gut, Scherz beiseite, ich würde sagen, springen wir in den zweiten Teil hinein. Ende.